Ich weiß jetzt nicht, wer diese Message hier braucht, aber ich habe gerade so einen Gedanken gehabt. Hab mir jetzt direkt gedacht, komm, ich teile das. Ich habe so überlegt, was für ein Video soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Und jetzt ist irgendwie aus dem Nichts gerade dieser Gedanke gekommen. Und den will ich jetzt mit euch teilen. Manchmal, oder eigentlich immer, ja, wenn ihr so seid, wie ich jetzt denke, ihr denkt viel zu viel an andere, viel zu viel auch für andere. Ja, wenn ich das mache, das ist doch viel besser und dies und das. Du denkst nie für dich selbst. Du denkst immer für andere. Du bist so selbstlos. Du denkst immer, was ist das Beste für andere? Wie kann ich das und das verbessern für den und sowas? Du bist sehr selbstlos und denkst immer für die anderen so, wie du es denen erleichtern kannst. Aber jetzt ist deine Zeit. Du musst etwas egoistischer werden. Du musst einen gesunden Egoismus haben. Die Zeit, wo du jetzt die ganze Zeit für andere und an andere denkst und, oh, ich habe an dich gedacht, oh, guck mal hier, guck mal, die machen das nicht für dich. Dieselben Leute, bei denen du so bedacht bist und du denkst für die und denkst mit und bist so zuvorkommend und du hilfst und bist hilfsbereit und denkst immer, wie du was verbessern kannst und sowas. Dieselben Leute tun das nicht für dich. Dieselben Leute tun das nicht für dich. So mit Denken und sonst was. Du denkst die ganze Zeit mit, du bist so selbstlos und sowas und hilfst und verbesserst und organisierst und was weiß ich alles. Aber die tun das nicht für dich. Deswegen hör auf, so selbstlos zu sein. Selbstlosigkeit ist nichts Falsches. Nur für die falschen Menschen musst du nicht selbstlos sein. Weil manchmal verlieren wir uns darin. Und wir sind viel zu selbstlos für Menschen, die es gar nicht schätzen, für Menschen, die es gar nicht verdient haben und du bist so hilfsbereit und so zuvorkommend und so gut zu denen und sonst irgendwas und es kommt nicht zurück. Deswegen, jetzt sind andere Zeiten. Du musst mehr an dich denken. Du musst einen gesunden Egoismus haben. Du musst egoistischer werden. Sonst werden dich Menschen immer nur ausnutzen oder sonst irgendwas, weil du den falschen Menschen hilfst und gibst. Ja, so, du musst mehr an dich denken. Heißt jetzt nicht, wenn du da Menschen hast, die an dich denken und dir 100.000% geben, dass du dann nicht denen geben sollst und sonst. Das heißt das nicht. Wir müssen eine gewisse Balance da reinbekommen. Okay, bei wem muss ich das jetzt machen? Hier wissen, wann meine Zeit ist, wann ich an mich denken muss und sowas. Und bei wem kann ich mich fallen lassen und kann auch für den denken. Weil das ist wie so unser eigentliches Ich ist. Wir denken an andere, denken für nicht so, wir denken an andere, wir denken an andere und denken so immer an den, oh, was macht der jetzt? Nein, wir denken für den mit. Beispielsweise, du hast jetzt da diesen Freund und du weißt, der mag jetzt das und das, du bringst das dem, weil du eh auf dem Weg bist. So Kleinigkeiten. Ja, was weiß ich. Er mag jetzt dieses Getränk, ja, du holst dieses Getränk mit, weil er das immer holt und er so, ey, geil. So, woher wusstest du das? Bro, ich weiß, dass du das willst. So Akte meine ich einfach. So Aktion. So, und wenn das Menschen sind, die tun das auch bei dir. Die denken auch für dich mit und sowas, bringen dir irgendwas mit, erleichtern dir irgendwas. Bei denen natürlich, gib denen. Deswegen, wir müssen da eine gewisse Balance reinbekommen. Bei Menschen, wo du merkst, die geben dir das nicht, gib denen das nicht. Gib nur das, was du bekommst. Und nicht mehr. Nicht mehr. Weniger ist immer mehr. So eher weniger als mehr. Deswegen, wenn du Menschen hast, und die schätzen das, was du denen gibst. Und die geben es dir zurück oder sowas. Oder sind dankbar und sowas und versuchen auch gut zu dir zu sein und sind auch gut zu dir und sonst was. Natürlich kannst du das für die tun. Du musst jetzt nicht hier dich komplett verstellen und komplett hier aufgeben und sowas. Nein. Nein. Aber du musst wissen, bei wem kann ich das machen und bei wem kann ich das nicht machen. Weil sonst wirst du. Läufst du Gefahr,
dass du dann den falschen Menschen das gibst. Und du gibst dann immer den falschen Menschen und verschwendest dich, verschwendest deine ganzen guten Gaben für die falschen Menschen. Und das ist, was häufig passiert, gerade mit so Menschen, die immer mitdenken und zuvorkommend sind und lieb und freundlich und höflich sind und hilfsbereit und wir denken mit und es wird ausgenutzt. Es wird ausgenutzt. Deswegen lass dich nicht mehr ausnutzen. Wenn du diese Gabe hast, du kannst mitdenken und kannst erleichtern und sonst irgendwas, du weißt, wen ich jetzt meine. Ich denke, das können nur ein paar wenige, weil nicht viele sind Bots. Die denken nicht mit. Die denken, die merken sich nichts, ja. So, die denken nicht mit und sowas und sind komplett egoistisch. Und dann gibt es ein paar wenige Menschen, die nicht egoistisch sind, die sogar in das andere Extrem sind, die sind zu selbstlos. Es gibt entweder Menschen, die sind zu egoistisch und dann gibt es Menschen, die sind viel zu selbstlos. Und wir müssen in die Mitte kommen. Wenn du viel zu egoistisch bist, komm in die Mitte. Ja, nicht zu egoistisch und auch nicht jetzt zu selbstlos. Wenn du zu selbstlos bist, genau dasselbe. Nicht zu egoistisch jetzt und auch nicht zu selbstlos. Wir müssen in der Mitte sein. Bei wem müssen wir etwas egoistischer sein und bei wem können wir selbstlos sein? Das ist jetzt die Message. Weil wenn du bei den falschen Menschen die ganze Zeit selbstlos bist, du wirst nicht wertgeschätzt. Im falschen Umfeld wirst du nicht wertgeschätzt. Im richtigen Umfeld wirst du wertgeschätzt und dir wird genau dasselbe zurückgegeben. Aber wenn du hier den falschen Menschen die ganze Zeit gibst, die werden es gerne nehmen, aber werden dir nichts geben. Und das ist falsch. Das ist falsch. Du verschwendest. Das ist Verschwendung. Diese Menschen haben das nicht verdient. Deswegen denk mal mehr an dich selbst. Denk mal mehr an dich selbst. Sei mal ein bisschen egoistisch. Bisschen egoistisch. Ich weiß, wir hassen dieses Wort Egoismus und dies und das, aber wir müssen einen gesunden Egoismus haben. Sonst laufen wir immer Gefahr, dass uns Menschen ausnutzen aufgrund dessen, weil wir so mitdenken, weil wir so bedacht sind, weil wir so zuvorkommend sind, weil wir so selbstlos sind. Deswegen deine Selbstlosigkeit ist nichts Falsches. Nur deswegen wurdest du oftmals ausgenutzt. Deswegen kontrolliere deine Selbstlosigkeit, weil dein Helfersyndrom und sowas, was weiß ich. Ja, manche von uns haben so ein Helfersyndrom, ja, wir wollen helfen, wir wollen wirklich helfen. Ja, wir wollen so es erleichtern und sonst was, wir wollen wirklich Gutes. Schraub das mal runter. Versuch das mal runterzuschrauben, weil die falschen Menschen werden es niemals schätzen. Und es sind leider 90% falsche Menschen da draußen. Die haben es nicht verdient. Deswegen, wenn du die paar wenigen Menschen in deinem Leben kennengelernt hast generell, du merkst, bei denen lohnt es sich, weil die geben dir genau das zurück, was du denen gibst, oder vielleicht sogar noch mehr oder sonst was. Dann sei selbstlos, liebe vor alles, gib alles da rein, behalte diese Menschen. Aber wenn du merkst, die Menschen da, die geben dir das nicht zurück, die denken nicht an dich und so und denken auch nicht für dich und sind nicht zuvorkommend, sind nicht selbstlos, gar nichts, gib denen entweder genauso viel, wie die dir geben, das Gleiche, oder ein bisschen weniger. Weil, Hand aufs Herz, wenn wir geben, das ist anders. Das ist anders. Die anderen, die geben und denkst du, ja, kann jeder tun. Aber wenn wir was geben, das kann nicht jeder. Nicht jeder gibt so wie wir. So. Deswegen können dich Menschen auch nicht so leicht vergessen. Du hast mal was für den und den gemacht, auf einmal, oh, ich erinnere mich noch an dich und sowas. Und ihr seht euch irgendwie 10 Jahre später oder sowas. So, ihr wisst Bescheid. Das hier ist nicht jetzt eine Message für alle und jedermann, so dass es nur für welche, für die Real Ones, für die, die es verstehen. Du weißt ganz genau, wen ich meine, weil du so bist. Du bist so selbstlos und so. Die Leute können dich nicht vergessen, weil wenn du hilfst, wenn du gibst, das kommt von Herzen, das ist rein, das ist ernst gemeint, das ist so gut und sowas und das ist nicht Standard. Du bist nicht Standard.
Mach dir das immer wieder klar, du bist nicht Standard. Du bist nicht 0815 wie alle anderen. Wenn du gibst, ey, die Leute erinnern sich an dich. Kommen, bedanken sich. Oh, danke, danke. Sowas. Ja. Deswegen, das ist wegen deinem reinen Herzen. Und viele haben leider keins. Die nehmen und diese ganzen Taker da draußen, diese ganzen Nehmer, die ganze Zeit nur nehmen, diese ganzen Bots, die nicht mitdenken, die haben kein reines Herz. Die haben kein reines Herz. Deswegen, man fällt direkt auf mit einem reinen Herzen. Man fällt sofort auf. Sofort. Weil es einfach so ein Mangel in dieser Welt ist. Ich habe mir eben nämlich auch noch so gedacht, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Video dazu machen soll. So, es fehlt einfach an Liebe und Herz in dieser Welt. Alles ist so kalt. Muss immer so machen, wie als hättest du keine Interesse an Leuten und sowas. Musst dich immer so wichtig machen. So, oh, ich habe deine Nachricht nicht gesehen. Oh, ich habe kein Interesse an dir. Weil die Leute spielen Spiele und was weiß ich alles. So traurig heutzutage, diese Welt. So, du kannst keine echte Interesse mehr zeigen. Deswegen, wenn du die paar wenigen Menschen da hast, und die spielen keine Spiele und die zeigen echte Interesse und die geben dir das, was du gibst. Cool. Aber für den Rest, die zu spielen, oh, ich mag dich eigentlich, aber ich tue so, wie als mag ich dich nicht. Oh, ich habe deine Nachricht gesehen, aber ich tue so, wie als hätte ich es nicht gesehen und schreib dir erstmal einen Tag nicht. Oh, was weiß ich, ja. So. Ich bin's satt zu geben für Menschen, die es nicht wertschätzen. Und du musst es auch richtig satt sein. Musst dir denken so, ey, wenn ich gebe, dann gebe ich von Herzen und dann sollen die Leute das auch schätzen. So musst du denken. Wenn du einfach nur gibst, ja, ich gebe, weil ich habe ein reines Herz, ich will einfach nur geben. Irgendwann bist du leer und du hast nichts mehr zu geben, weil du alles verschenkst. Aber wenn du gibst an Menschen, die auch dir zurückgeben, wirst du immer was in Reserve haben, immer. Aber du wirst immer ausgebeutet werden, wenn du gibst und gibst und gibst und du bekommst nichts zurück. Deswegen jetzt dieses Video, du musst auf jeden Fall eine gewisse Balance haben. Bei wem muss ich egoistischer sein? Bei wem kann ich mich fallen lassen? Bei wem kann ich selbstlos sein? In diesem Sinne, wer damit noch strugglen sollte, warum auch immer, kann natürlich gerne auch privates Coaching mit mir buchen. Deswegen, Link in der Beschreibung, dort sind alle Links verteilt und wie ihr mich erreichen könnt. Aber ja, du musst auf jeden Fall ein Gleichgewicht jetzt haben. Du musst jetzt diese klare Sicht haben. Okay. Bei wem ja, bei wem nein. Weil sonst läufst du immer Gefahr, ausgebeutet zu werden. Deswegen, du musst deine Standards haben. Musst du auch sagen, so, ey, ich gebe nur, das sind, denke ich mal, gewisse Standards, die man haben muss. Ich gebe nur an Menschen, die auch was zurückgeben. An die, die gerade nur so ein bisschen geben, gebe ich auch gerade nur so ein bisschen. An die, die gar nichts geben, an die gebe ich auch nichts. Noch weniger als nichts, gar, überhaupt gar nichts. Deswegen, du musst das wissen, du musst das klar und deutlich erkennen. Weil wenn du das dann nicht erkennst oder nicht erkennen willst, wirst du im Endeffekt dann dafür die Rechnung bezahlen. Weil du läufst dann leer aus, ja, du gehst leer aus und die rennen weg mit dem ganzen Gewinn, mit deiner Energie, ja. Und du bist leer. Deswegen, sei nicht zu selbstlos. Sei nicht so selbstlos, dass es eine Gefahr für dich selbst ist, dass es schädigend für dich selbst ist. Deswegen, kannst selbstlos sein, aber nur für die Richtigen. Bei den Falschen sei eher ein bisschen egoistisch. In diesem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal. Peace.